Servus Leute, wir sind jetzt in einem verlassenen Wohnhaus. Wie ihr sehen könnt, ich drehe mich mal ein bisschen. Ist hier noch ein Schrank und hier noch mehr Schränke und dann noch Bilder an der Wand. Aber ich zeige euch jetzt, was wir hier sehen. Bleibt dabei. Viel Spaß beim Video. Jetzt gehen wir mal los. Wir sind jetzt hier in der ersten Etage. Schauen wir uns mal alles an hier, was wir hier sehen. Wir haben ja ein Lustbild entdeckt, was noch relativ gut erhalten ist und kein Vandalismus ist und keines. Ich weiß nicht, was dieses Haus zu bedeuten hat. Wenn hier ein Solarium, eine Sauna aus. So, ich probiere jetzt mal was. Ich habe gerade Lichter gemacht in diesem Haus. Komplett. Das ist nicht der Ernst, oder? Doch, ich brennt überall Licht. Ich habe mir gerade gedacht, das ist ein bisschen komisches Licht. So Leute, ich habe es probiert, ich habe es gemacht. Die Rollläden sind übrigens unten, das sieht jetzt keiner. Aber ich habe in diesem Gebäude jetzt erstmal Licht angemacht, was mich jetzt richtig schickt. Das heißt, ich gehe jetzt auch hier durch. Das wird Büro. Mach aber überall mal Licht aus, bitte. So, wir gehen mal weiter. So, das ist das Schlafzimmer und bei Schlafzimmern habe ich immer einen gewissen Respekt, weil das so immer so ein persönlicher Raum ist. Oh, was ist das für ein geiles Bett. Ohne Witz. Warte, du kannst gleich hier ganz komplett machen, wenn ich hier durch bin. Okay? Nur die Ruhe. Flaschen. Und einen großen Schrank. Und komplett eingeräumt. Mit Kleidern, Klamotten, T-Shirts, Socken, alles. Gibt es nur einen kleinen Kindergarten hier. Wenn wir mal lang gehen, das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Oh, dieser Boden. So, ging es jetzt noch eine hoch oder nicht? Es muss ja irgendwo einen Dachboden geben und den gibt es. Also. Ich habe jetzt hier mindestens schon das vierte Bad gezählt. Wir gehen auf den Dachboden. So Freunde, der Dachboden ist natürlich wie erwartend auch der Kracher. Dieser Raum ist leer. Wir gehen langsam runter. Und was hier gleich natürlich auffällt, mords viel Spielzeug, aber richtig viel Spielzeug. Tausende Autos, Bücher, Zeitschriften für Kinder und Plüschtiere. So Leute, das war's erstmal von meiner Seite. Das verlassene Haus, ich weiß noch nicht, wie es nennen, ganz ehrlich. Hier vorne im Kalender sehe ich gerade, den können wir noch mal gucken. Der ist von 2004. Und ich sag mal, für 2004, das, was wir hier gesehen haben, kaum zerstörte Sachen, eigentlich überhaupt nichts zerstört. Das ist schon heftig. Und was noch viel heftiger ist, dass ich einfach nur mal als Spaß den FI-Schalter reingemacht habe und in jeden Raum hat Licht gebrannt. Wir haben es natürlich gleich wieder ausgemacht, weil es kann ja auch sein, dass im Außenhandy jetzt ein Licht brennt, was wir nicht wissen, was uns verrät. Deshalb wieder aus und gut ist, wir wissen es. Leider ist Christian nicht dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert auch kostenlos die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.